Wenn Sie in Ihrem Leben wieder einmal vor einem schier unüberwindbaren Hindernis stehen, fragen Sie nicht Ihre Annahmestruktur, Ihre lächerliche Einzimmerwohnung im Kopf, was Sie tun sollten, sondern fragen Sie Ihr Ziel. Hier finden Sie immer die richtigen Antworten zur Überwindung dieser Hindernisse auf dem Lebensweg. Bereits Ende der 50er Jahre haben Wissenschaftler in den USA herausgefunden, dass es tatsächlich eine sich selbst erfüllende Vorhersage gibt, dass der Geist über die Materie siegt, dass die Welt nur das ist, was wir denken, was sie sei. Und diese Self-Fulfilling Prophecy, die höhere Wahrscheinlichkeit des Eintreffens erwarteter Ereignisse, gibt es nicht nur im positiven, sondern leider auch im negativen Sinn. Es gibt Menschen, die hören nur von einer Grippeepidemie und haben schon den Schnupfen, während andere mittendrin felsenfest der Überzeugung sind, sie seien unheilbar gesund. Von Wilhelm Humboldt stammt der Satz: Es wird eine Zeit kommen, wo es als Schande gilt, krank zu sein, wo man Krankheit als Wirkung verkehrter Gedanken wertet. Und Buddha sagt: Ich bin, was ich denke, und deshalb wird mir mein Denken zum Schicksal. Also denken Sie positiv, werden Sie zum Architekten Ihres Lebens. Positives Denken ist ein Immunsystem gegen Misserfolg, die beste Antwort auf geistiges AIDS. Wenn Sie positiv denken, verändert sich auch Ihr Leben positiv. Sie erhalten nur noch positive Rückmeldungen aus Ihrer Umwelt. Sie fördern Ihre geistige und körperliche Gesundheit. Wenn Sie positiv denken und klare Ziele haben, sehen Sie plötzlich all die Möglichkeiten, die sich Ihnen bieten. Es gibt im Leben keine Zufälle. Sie nehmen alles im richtigen Moment wahr, wenn Sie es brauchen. Das setzt natürlich wieder klare persönliche Ziele voraus. Vorstellungen darüber, wie Sie es gerne hätten, nämlich Fantasie.